Obwohl die Rolling Stones fast schon so alt sind wie die Erfindung der Schrift, kennt sie auch heute noch jeder Jugendliche. Weniger bekannt ist jedoch, dass eine der Rocklegenden auch noch ein begabter Maler ist. Social Club hat der Stones-Gitarrist Ron Wood seine Bilder ausgestellt. Die Frage ist natürlich schnell einmal aufgekommen, wo er denn geblieben ist. Denn eins ist klar, im Mediamarkt ist er nie auftaucht. Seine Bilder auf Basel geholt hat der Boris Jacki, ein Basler, den Ron Wood schon jahrzehntelang kennt. Ich habe Ronnie Wood eigentlich bei der Clapton kennengelernt, der ein guter persönlicher Freund ist von mir. Und das geht schon sehr weit zurück, also ins 1988. Wie hast du den Eric Clapton kennengelernt? Das geht noch ein bisschen weiter zurück. Ich kenne Eric Clapton schon sehr, sehr lange, weil ich sein Gitarrenspiel habe ich auf sehr vielen Platten rausgehört, die er nicht figuriert. Also er war nicht aufgezeichnet, habe ich ans Management verschrieben und habe die Typen immer genervt und gesagt, irgendwie klingt das nach Clapton, aber es steht nie drauf, stimmt das? Und im 83 hat mich dann der Eric Clapton persönlich eingeladen hier zu Basel. So quasi als Ersatz für den Ron Wood mit seinen Bildern ist der Musicstar-Juror Chris Fonrad sein neues Buch vorstellen. Hat er jetzt die Ausstellung als Plattform gebraucht, um sich selber zu promoten? Mein Buch ist schon ein Bestseller und ich muss jetzt eigentlich nicht auf Promotour und brauche schon gar nicht am Ron Wood seine Bilder und mein Buch zu lancieren. Hat die Musik von ihm und von den Stones hat die eine Chance bei der heutigen Jugend? Das glaube ich schon, aber vor allem die alten Platten, die neuen verkaufen ja glaube ich auch nicht mehr so gut. Das sind die alten Platten, die Dringlichkeit und das Rebellentum, wo eigentlich der Rock'n'Roll, das ist interessant zwischen 20 und 30. Oder? Du bist noch echt, du bist noch nicht gesättigt, du bist noch nicht Millionär, da geht es wirklich ums Echte. Oder? Hat jetzt so einen Mick Jagger-Verschnitt, hat er jetzt Chancen beim Musicstar? Ja, einen Verschnitt nicht. In meiner Musikstar musst du insofern nicht trennen. Das geht nicht um Rock'n'Roll dort, es geht nicht um Bands. An Bands würde ich nie zulassen, dass die sich bewerten lassen. Dass sie einen zu interpreten, der ein Sprungbrett suchen. Oder? Und in dem Sinn kannst du das überhaupt nicht vergleichen mit Rolling Stones. Schließlich hat Chris Fonrad noch die Ehre gehabt, im Ron Wood sein neuestes Kunstwerk zu enthüllen. Motiv? Natürlich Stones. Nein, das ist nicht mein Stil. Ich hätte gerne mehr. Ich habe nicht gerne so realistische Sachen. Ich habe gerne einen Maler, wo du das, auch wenn du den Namen nicht weißt, wo du kannst sagen, ey, das ist der, oder? Bilder gefallen ihm also nicht. Darum sei die Frage erlaubt, welche Band würde ihn auf Basel locken? Ja, wir kommen natürlich bei die Lovebugs in Sinn, wo ich eine geile Band finde. Es hat auch sonst noch ein paar andere und ich muss gesamtmässig sagen, Basel ist zweifelsohne die geilste Stadt in der Schweiz. Amen. Wir wünschen euch alles Gute und viel Glück fürs neue Jahr 2004. Macht das Beste draus und wir sehen sich.